Casa de la Boya. Der Bau dieses klassizistischen Gebäudes begann im Jahr 1787. Es besitzt große historische Bedeutung als Sitz der königlichen Tuchfabrik, später Textil Alcoyana. Diese Institution, die die Zunft der Pereires oder der Tuchmacher vereinigte, stellte zur damaligen Zeit ein Etikett namens La Boya aus, das eine Garantie, eine Art Bescheinigung war, die für die Güte des gewebten Tuches bürgte. Mit der Zeit wurde das Gebäude im Volksmund Casa La Boya genannt.